Weiß auch nicht, ob man da aus dem Wald raus sollte. Dach. Waffentasche ist voll. Was auch immer das war. Wahrscheinlich ein Stock. Eine Hute. Jede Menge Maxi-Rüben. Ach, guck mal. Der Blitz, der zerdeppert hier alle Bäume. Wird demnächst wieder sonnig. Alles gut. Aber wir sind ja sowieso auf der Suche nach der Erinnerung. Hier ist sie schon mal nicht. Vielleicht da. Moin, Herr Octorok. Tschüss, Herr Octorok. Bin schon wieder weg. War das rechts so felsig oder links? Links. Also eher hier. Dann ein Felsen davor. Das könnte dieser gewesen sein. Oh mein Gott. Hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Garo, Revali, Mipha und Ubosa, sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Garon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich... alles, was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Tja, meine Liebe, hätte es dir mal mehr Mühe geben sollen. Oh Gott. Ja, die Arme, die tut mir leid. Natürlich macht sie sich jetzt Vorwürfe und fragt sich die ganze Zeit, was sie noch tun kann, soll, wie auch immer. Das ist Schloss Hyrule, dann haben wir im Prinzip nur noch diese Erinnerung. Also das ist schon ganz am Ende. Hier ist ja der Kampf ausgebrochen und da ist das Ende. Also es ist wirklich so fotografiert, wie die sich kennengelernt haben, was sie alles gemacht haben. Hier wurden wir zum Recken ernannt, da waren wir so unterwegs. Da oben hat sie irgendwas untersucht, glaube ich. Da waren wir gerade in der Wüste. Fehlt uns nur noch das hier. Aber da wüsste ich nicht, wo das sein sollte. Ich kenne keine weitere Feenquelle. Ich meine, es soll wohl irgendwo eine Feenquelle geben. Feenquelle sei schon. Statue. Mit einer Quelle. Karte. Aber wenn, dann war das irgendwo bei Hateno. Aber ich weiß nicht, wo. Der Weihesee. Das klingt ja schon so. Eichsee, Eschsumpf.
Also wir gehen mal zum Weihesee. Vielleicht haben wir dort dann tatsächlich die Möglichkeit, noch ein Foto zu machen, hatte ich beinahe gesagt. Ein Foto zu untersuchen und noch eine Erinnerung zu finden. Wir sind aber sehr gut dabei, Leute. Wir haben jetzt schon 3 Titanen, wir haben 16 Herzen, wir haben 1,5 Ausdauer. Es ist noch ein bisschen was übrig, klar, wir müssen noch ein bisschen was machen, aber die ganze Karte ist aufgedeckt. Bis auf 2 Erinnerungen haben wir auch alle. Die Schreine klappern wir immer mehr ab, da werden wir auch noch mehr finden, keine Sorge, gibt noch genug. Leider. So, hier ist Hateno. Da ist der Zelkov-Teich, dann gehen wir jetzt zum Weihesee. Mal sehen, ob das da drüben ist. Hier regnet es übrigens auch, das gefällt mir gar nicht. Aber hier gewittert es wenigstens nicht. Genau, lauft mal nach Hause. Ist nass. Alle retten sich. Vor mir. Nein, nicht vor mir. Ich bin ein netter Dude, sagt man ja so schön. Aber wir könnten die Sora-Rüstung tatsächlich anziehen. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch den einen oder anderen Hyrule-Barsch, den wir mitnehmen dürfen. Denn die brauchen wir ebenfalls noch zum Aufstufen. So, und da oben ist der Weihesee. Vielleicht reicht das. Vielleicht ist das die Ecke, die wir brauchen. Das klingt ja auch schon so. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir sogar noch den einen oder anderen Krog mit dazu. Was ich auf jeden Fall machen werde, auch demnächst offscreen, ist jede Menge Pfeile sammeln. Immer wieder rein, raus in den Laden und immer wieder neue Pfeile kaufen. Denn ansonsten haben wir nicht viele gute Chancen. So, dann zieh mal bitte die Sora-Rüstung an. Dann geht's rüber zum Wasserfall. Da werden wir einmal hoch. Glücklicherweise schwimmst du jetzt ein bisschen schneller. Da hätten wir auch nochmal reinspringen können. Hätte bestimmt auch noch einen Krog gegeben. Machen wir demnächst. Wir können ja dann von oben aus wieder reinsegeln. Das ist ja kein Problem. Wenigstens können wir mit dieser Rüstung dem Fluss etwas entgegensetzen. Und hoch da. Ne, hier sieht's nicht danach aus. Schade. Ach, es hätte ja sein können. Ich habe damit gerechnet, dass das hier ist. Oder hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht muss ich mich doch nochmal irgendwo umgucken, wo so eine Teiche sind mit solchen Statuen. Ich weiß nicht, wo das sein könnte. Ich weiß auch nicht, ob es überdacht ist, dass es deswegen auf der Karte nicht angezeigt wird. Das ist das Problem. So, dann springen wir erst hier rein. Was nicht geklappt hat, weil ich mich nach dem Wind gerichtet habe und der in eine ganz andere Richtung ging. Verdammt. Und unten haben wir auch noch einen. Ist das eine Schleichschnecke? Weiß ich nicht, ob ich die schon mal fotografiert habe. Oh, hör auf, hier rumzuballern. Oder Octorok. Das Blöde ist, dass ich natürlich ausgerechnet dann, als ich fertig war, diese Erinnerung gefunden habe. Deswegen muss ich jetzt die Folge noch ein bisschen ziehen. Ich muss noch ein bisschen was suchen und finden. Zumindest das Finden wäre schön. Da ist auch noch ein Krog. Ach, kommt, Leute. Ich vergesse immer, dass er ja nicht diesen Schwung beibehält, den er beim Segeln hat. Das heißt, er geht nicht weiter nach vorne. Er fällt straight runter wie ein Stein. Das muss ich unbedingt mit berechnen.
Na, wird noch eine Weile dauern, bis wir sie alle haben. Die ganzen Crocs, oh je. Nein! Ach, schon wieder daneben. Das gibt es doch nicht. Und wieder wegen diesem ollen Wind, der mich weiter nach links gedrückt hat, obwohl ich andersrum fliegen wollte. Ach, kann der Wind nicht oben anfangen, dass ich zumindest schon mal sehe, wo er hinweht? Ist doch fies, ist das. Fängt immer erst dann an, wenn ich schon in der Luft bin. Bringt's mir auch nichts mehr. Ja, endlich. So, Krocksamer halten. Weiter geht's. Da drüben ist auch noch ein Croc. Und dann müssen wir auch noch den Wasserfall runterspringen. Wo wir aber jederzeit wieder hochspringen können. Das ist kein Problem. Sind wir wenigstens nicht so lange unterwegs. So, zeig mal. Da sind die Äpfel. Und wieder ist nur der Apfel vorne wichtig. Der oben muss runtergeschossen werden. Den Rest sammeln wir so ab. So. Geschafft. Sehr gut. Schon sind wir wieder bei 11 Krocksamen. Jetzt müssen wir hier runterfallen. Und zwar direkt in die Pflanzen hinein. Oh, der wollte mir hinterher springen. Geschafft. Tschüssi. Was gibt's? Immerhin, 3 weitere Crocs, die Erinnerung. Wir haben doch das ein oder andere freigeschaltet. Ich habe echt gedacht, das wird nichts. Aber doch, läuft. So, wieder ab nach oben. Und von dort aus können wir weiter segeln und uns nochmal ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwo einen Ort, wo sich so eine Statue befinden könnte. Gucken wir erstmal auf die Karte. Nara Hochebene. Der Eichsee. Ich meine, das ist alles schon wieder ziemlich nah an Hateno dran. Und wo ist eigentlich dieser eine Teich? Das sieht schon sehr danach aus, ne? Wo ist der eine Teich, bei dem das Herz war, das gebrochene Herz. Der Teich der Liebenden oder irgendwie so, keine Ahnung. Finde ich nicht. Ja, also das Ding ist definitiv zu groß. See der Läuterung. Ich glaube, da gehe ich auch nochmal hin. Das heißt, wir müssen noch höher. Oder am besten einfach einmal rumlaufen. See der Läuterung. Das hört sich doch auch schon sehr verdächtig an. Ich bin auch gar nicht mehr fit, Leute. Überhaupt nicht. Das ist mitten in der Nacht wieder. Ich bin schon wieder total ruhig und denk so, schnell noch machen. Oh, die ganzen guten Flederbeißer, die sind okay. Da ist der See der Läuterung. Vielleicht finden wir dort irgendwo eine Statue. Die Statue. Oh, nee. Hier wird was anderes geläutert, aber nicht ich. Ein Hinox. Okay. Den werden wir so schnell nicht kaputt kriegen, so viel ist sicher. Aber der ist schon mal kleiner und passender. Das heißt, theoretisch könnte das Teil hier wirklich irgendwie darauf hinweisen, ne?
Ich porte mich mal hin. Crocs kann ich auch später noch zuhauf sammeln. Mein Gott, es gibt 900 Stück. Und wir haben noch den einen Schrein vor uns, wo wir auch noch die ganzen Pfeile mit reinnehmen müssen. Mit dem blauen Feuer. Den muss ich auch nochmal nachmachen. Und wir waren so gut dabei. Wir haben alle Kisten mitgenommen. Dann haben sie uns alles kaputt gemacht. So, ich setze jetzt hier eine Markierung. Okay, ich sehe die Markierung nicht auf der Karte. Das ist ganz toll. Also zumindest nicht auf der Minimap. Wir müssen dort hinten hin. Währenddessen schaue ich mich natürlich überall um. Was könnte danach aussehen? Ist hier irgendwo ein Krog? Haben wir vielleicht noch irgendwelche Monster, die wir hier besiegen müssen? Etc. pp. Und die Rüstung kann ich eigentlich ablegen. Ist da irgendwas? Das sieht aus, als wenn da irgendwie eine Höhle drin ist. Aber es kommt keine Benachrichtigung über einen Schrein. Also ist alles gut. Weiter geht's. Sehr schön. Stiere sind hier schon mal unterwegs. Juhu. Und da müsste das sein. Was ist denn das? Ach so. Das ist die Markierung, oder wie? Ist das noch so weit weg? Na gut, ich laufe hin. Denn hier sieht es auch nicht danach aus, als wenn hier irgendwo eine Statue rumsteht. Auch wenn es sehr schön aussieht. Sehr idyllisch, sehr ruhig. Guck mal, man könnte sogar durch die Höhle dadurch. Allerdings weiß ich nicht, ob man schwimmen muss. Nö, man kommt auch so durch. Manche Monster kommen nur in der Nacht. Kann das sein, dass die Flederbeißer auch nur in der Nacht rauskommen? Wahrscheinlich. So, aber bisher ist der kleine Teich noch nicht zu sehen. Wie weit muss ich denn noch? Ich glaube, der kommt jetzt langsam auf die Karte. Na ja. Tag. Hier muss ich hoch. Okay, das Klettern gestaltet sich als nicht allzu schwierig. Das dürfte funktionieren. Und dann sind wir auch gleich da. Die Zeit ist schon wieder zweimal um hier. Aber ich will zumindest noch wissen, ob da oben diese Erinnerung ist, die ich suche. Oder ob sie doch wieder woanders ist. Gib mir das Kopftuch. Und am besten gleich die Kletterhose mit dazu. Das wird definitiv demnächst aufgestuft. Sowas könnt ihr... Das könnt ihr aber wissen, so. Sowas könnt ihr wissen. Mehr aber nicht. So, jetzt können wir hier überall und jederzeit hochklettern. Alles ist gut. Das Einzige, was natürlich stört, ist, dass wir nicht... kältegeschützt sind, nicht wärmegeschützt sind, aber andererseits ist das auch nicht so schlimm. Okay, hier soll ich bloß einen Stein reinwerfen. Hier ist ein Krog. Hier gibt's keine Steine zum Werfen. Hier gibt es allgemein auch gar nichts. Aber das ist doch nicht die Markierung, die ich gesetzt habe, oder was?
Doch. Was leuchtet denn da? Ja, jetzt nicht. Keine Zeit zum Spielen. Und die Sonne geht auf. Leuchtet das wieder? Hä? Wenn ich nach da schaue, dann ist das Leuchten hier unten irgendwo. Da ist Farodra. Schrein in der Nähe. Sternensplitter. Kenne ich sonst nur aus Animal Crossing, aber danke. Ja, cool. Da können wir Farodra ja gleich nochmal abschießen. Wo auch immer der jetzt gerade hin ist. Schwertkrass nehme ich mit. Oh nein, der haut ab. Und euch brauche ich auch nicht. Haut ihr auch ab, bitte. Weg ist er. Dankeschön. Komm zurück. Oder verschwindest du jetzt echt im Himmel? Auch nicht im Ernst. Bleib doch hier. Ich wäre auch gut zu dir. Ich würde dich streicheln. Er verschwindet. Okay. So, wo soll jetzt hier ein Schrein sein? Okay, weiter unten. In dieser Richtung, ja. Der Richtung nicht. Okay, weiter unten noch. Ja, immer noch weiter unten. Hinter dem Wasserfall, oder wie? Ach, guck mal. Shodasa-Schrein. Sehr nice. Damit haben wir den nächsten Schrein auf unserer Liste auch abgehakt. Auch wenn ich noch gar keine Liste dafür angefertigt habe. Ist aber auch nicht schlimm. Hauptsache, der ist weg. Und ich hoffe auch, dass wir keine Pfeile benötigen. Denn die muss ich erst demnächst kaufen. Eine Frage der Zeit. Ah ja, die lenken die Kugel ab, ich verstehe. Gut. Wir haben noch ein paar. Komm du mal mit. Okay, hat nicht funktioniert. So ein Blödsinn. Okay, dann mache ich erstmal hier. Hier sieht's einfacher aus. Daneben. Ich habe nicht mehr viel. Munition. Okay, wir warten einmal, bis es zurückkommt. Gut, das ist drin.
Was haben wir damit freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wie wir mit dem hier allerdings verfahren sollen, das weiß ich noch nicht. Pass mal auf. Du gehst mal hier an die Ecke ran. Dann hältst du oben an. Wir hauen den Kristall. Ach, guck mal, eine Kiste. Mit einem kleinen Schlüssel. Ich verstehe. Hat die andere denn auch eine Kiste geworfen? Ja. Auch mit einem kleinen Schlüssel? Nö. Eispfeil, ja. Weil wir die ja auch so dringend brauchen. Okay, ich glaube, dann haben wir es soweit, ne? Viel mehr ist es nicht. Sieht nicht so aus, als wenn man hinten noch rumschwimmen kann. Fertig. Ernsthaft jetzt? Keine weiteren Kisten oder sowas? Ich gucke mich lieber nochmal um. Also wir selber könnten ja höchstens noch irgendwo rüberspringen, aber es sieht nicht so aus, als wenn hier noch eine Kiste rumsteht. Nee, auch nicht obendrauf. Ja, gut. Okay, wenn ich denn nicht, wir sind durch. Sehr gut, damit haben wir jetzt wieder 6 Zeichen der Bewährung. Einen Herzcontainer können wir uns schon mal holen. Einen und einen halben theoretisch, aber da brauchen wir noch 2 weitere, um dann auch wirklich 2 komplett zu kriegen. Das wäre schön. Statuen der Göttin. Überall in Hyrule finden sich Abbildungen der Göttin, die hier seit Urzeiten verehrt wird. Hier kannst du 4 Zeichen der Bewährung gegen einen Ausdauercontainer oder einen Herzcontainer eintauschen. Mhm. So, jetzt habe ich einen Tinnitus. Wunderbar. Wieder viel zu viel gemacht heute. Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder und wir gucken weiter natürlich nach dem See-Teich-Dingsbums. Oh, ich sehe gerade was. Beim Lockfitberg. Da. Das muss der Teich sein, wo die Liebenden sich treffen. Da gehen wir später mal hin. Ja, vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like da lassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.